Willkommen zusammen zu einem kleinen Ankündigungsvideo in diesem Sinne, beziehungsweise ich stelle euch die ersten Screenshots vor, die es von der Foslo G6 gibt. Ein Log-Add-on von TSG Trainsim Germany, das bald erscheinen wird für Rhein-Ruhr-Osten. Ein Datum gibt es noch nicht, so viel sei jetzt schon mal von Anfang an gesagt. Aber es gibt die ersten Screenshots, die zeige ich euch im ersten Teil dieses Videos. Und im zweiten Teil des Videos geht es um ein Interview von Mike Goltz, dem Entwickler, dem Kopf hinter Trainsim Germany. Hat ein Interview dem DTG-Team gegeben und das gehe ich mit euch gemeinsam durch. Das Ganze ist halt auf Englisch. Wer sich das Ganze selbst durchlesen möchte, der Link dazu in der Videobeschreibung. Und ansonsten könnt ihr auch gerne den zweiten Teil dieses Videos weitergucken, wo ich mit euch zusammen dieses Interview durchgehe. Das sei euch überlassen. So, wir sehen uns erstmal hier diesen Screenshot an. Also hier haben wir die kleine Foslo G6 mit ein paar Güterwagen hinten dran, die unbeladen sind, hier beim Hauptbahnhof von Hagen. Ist doch Hagen, oder? Ich glaube schon. Ja. Genau. Also sieht auf jeden Fall sehr schön aus. Wir haben hier nicht dieses typische DB-Verkehrsrot, sondern auch mal was anderes. Hier dieses grün-grau Foslo G6, auch von der Deutschen Bahn. Ja, das sieht schon mal ganz hübsch aus. Gehen wir mal zum nächsten Screenshot. Na? Hier dann in den Abendstunden am Rangieren. In irgendeinem Industrieanschluss. Sieht auf jeden Fall auch schon sehr, sehr hübsch aus. Hier dann, das ist glaube ich bei Wuppertal, ne? Dieser große Rangierbereich in Wuppertal mit den Containerwagen hier vorne. Ich glaube nicht, dass Güterwagen mit dazu geliefert werden, sondern die Güterwagen, die es für die Strecke an sich bereits gab, die werden halt hier verwendet. Aber finde ich jetzt nicht schlimm. Das braucht man jetzt nicht zu erwarten, ehrlich gesagt, von einem Log-Add-on, dass da noch großartig weitere wa neue Wagen mit dazukommen. Die 187 von Skyhook hatte ja auch nur wiederverwendete Wagen. Da waren ja auch keine neuen Wagen mit dabei. Und hier sind halt gar keine Wagen dabei, weil ja schon bei der Strecke sich an sich bei Rhein-Ruhr-Osten ja schon Wagen mit dabei waren. Genau, hier haben wir auf jeden Fall die unsere kleine Rangierlok, die hier einzelne Rangierarbeiten vollbringt. Gehen wir zum nächsten Screenshot. Hier haben wir dann einen Screenshot aus dem Führerstand heraus. Was sehr cool ist, dieser Hut hier, den kann man wohl anscheinend aufsetzen. Also der ist in irgendeiner Form interaktiv. Da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt drauf. Und was auch sehr bemerkenswert ist, wir haben hier dieses Display mit dem Kommunikationsradio, mit dem GSMR. Das wird zwar in diesem Sinne sicherlich nicht funktional sein, also funktional im Sinne von, dass man da drauf drückt und dann kommen da irgendwelche Stimmen von Menschen raus, das denke ich nicht, aber wir können es auf jeden Fall einschalten oder es ist zumindest von Anfang an eingeschaltet. Das ist schon mal ganz cool. Der Führerstand an sich, schön Fenster überall, schön hell, sieht sehr, sehr stimmig aus, meiner Meinung nach. Auch sehr modern. VMAX 80 km/h, ja, haben wir hier vorne. So, weiterer Screenshot, auch hier. Unsere G6, die als Lokfahrt hier unterwegs ist. Ein paar Güterwagen im Bild. Das macht auf jeden Fall schon Lust und Laune. Und haben wir noch ein Bild? Nee. Das war's. Genau, das waren die Bilder, die es dazu bisher gibt. So, dann gucken wir uns jetzt mal zusammen noch ein Interview an, nämlich das hier beim Dovetail Live Portal. Wie gesagt, ihr könnt euch das auch selbst durchlesen, Videobeschreibung, da ist der Link drin. Ansonsten gehen wir das Ganze mal gemeinsam durch. Also hier wird Mike Goltz, also dem Entwickler von Transom Germany, die Frage gestellt, beziehungsweise die Aufforderung gegeben, doch mal was über TSG zu erzählen. Also Mike Goltz hat über 10 Jahre Erfahrung im Bereich des Train Simulations, der Train Simulations, hat vorher bei Virtual Railroads gearbeitet und hat dort die ganzen Expert-Line-Add-ons für den Train Simulator mitgestaltet bzw. maßgeblich entwickelt. Vor ein paar Jahren hat er dann VR verlassen, um
die Lernkurve im Bereich Transcendental zu starten. Und er hat auch schon ein paar der Add-ons in Transcendental ja maßgeblich mit entwickelt, wenn man so möchte. Die Baureihe 101 ist ja, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Beispiel, was dann für eine Top-Qualität bei rumkommt. ICE3 hat er auch mit, da hat er auch damit gearbeitet. Top-Qualität, Top-Sound, Baureihe 425 ebenso. Also ich glaube, jede unsere kleine G6, die wird schon sehr, sehr, sehr schön werden. Zumindest soundtechnisch wird sie sehr cool werden. Why did you pick the G6 to make? Also warum die G6, warum nicht irgendwas anderes? Also zunächst einmal, die G6 wurde schon mal für den Train Simulator entwickelt. Da, von daher sind die entsprechenden Informationen, die relevant sind, schon recherchiert worden. Dann der TSV ist ein dutzendmal komplexer als der Train Simulator. Von daher ist es, glaube ich, ein ganz guter Start, erstmal mit so einer kleinen Diesellok anzufangen, bevor man sich an etwas Größerem heranwagt, beziehungsweise gar sogar an einem Triebwagen oder sowas. Und außerdem mag er persönlich die G6, weil sie sehr charakteristisch ist und nicht nur eben besagte typisch verkehrsrote Lackierung hat, sondern auch dieses hübsche Grün hier hat. Also, was macht die Lok so besonders? Das ist ein etwas komplizierterer Abschnitt. Also, die Lok scheint wohl ziemlich einzigartig zu sein im Vergleich zu vielen anderen Loks in Deutschland. It is a new modern modular concept, also ein modulares Konzept with lots of different configurations available. Also je nachdem, was man für eine Lok haben möchte, kann man sich da unterschiedliche Konfigurationen dazu kaufen, wenn man es so möchte. Ja, die G6 ist die kleinste Version dieser Foslo-Lokomotivenfamilie. Und ist eben sehr modern und gleichzeitig auch sehr ökonomisch. Then Transformer 2, the unique features are primarily the driving controls or the dual mode cruise control. Also wir haben da die als besondere Features im Spiel jetzt die Art und Weise, wie die Lok eben gesteuert wird, beziehungsweise Cruise Control, also so eine Art AFB, glaube ich. It has a two-gear, four-converter fluid transmission drive, which is the most unique thing in the G6. Ich habe keine Ahnung, was ein four-converter fluid transmission drive ist. Es klingt aber auf jeden Fall sehr kompliziert und es ist auf jeden Fall sehr, sehr cool, dass das Ganze so umgesetzt wird. Wer da die genauere Erklärung haben möchte, die steht dann hier. Auf jeden Fall bedeutet das, dass gerade das Bremsen besonders ja, charakteristisch ist vom Verhalten her, würde ich mal sagen. Also kurz gesagt, die Lok bremst härter, je schneller man wird, was das Ganze sehr herausfordernd macht. Bei dem Cruise Control, also dieser AFB oder dem Tempomaten oder was auch immer da jetzt genau drin ist, kann man eine vorgewählte Geschwindigkeit zwischen 3 und 11 km/h im Rangiergang wählen. Und im Streckengang, denke ich mal, kann man dann Geschwindigkeiten über 11 km/h auswählen. What kind of driving experiences can players look forward to? Also was genau wird dann im Transworld möglich sein? Ja, was kann man da machen? Er hat da sehr viel Arbeit reingesteckt. Und es geht halt unter anderem darum, also viel Arbeit hier reingesteckt, I would say it behaves almost like the real one. Also tatsächlich, das ist ein Statement. Das ist ein Statement, das ich ihm aber auch ehrlich gesagt so glaube. Ne? Also viele prahlen ja wirklich rum und liefern vielleicht auch nur marginal, aber ich glaube, wenn TSG prahlt, wenn man es so möchte, dann wird das schon was heißen, weil ich glaube tatsächlich, dass das schon vom Fahrverhalten her ziemlich, ziemlich gut wird. Ich meine, man sieht es ja bei der 101, die ist ja auch Wahnsinn vom Fahrverhalten her. Also von daher, Hut ab, Hut ab, Hut ab. Genau, so.
Also some boys I've used mostly original recorded sources from the Real G6 and that brings the correct audible experience to the player. Also auch soundtechnisch wird hier, glaube ich, schon was ganz Cooles zu erwarten sein. Where did he look to for research before building the G6? Also woher das Research Material, das er sich halt angelegt hat, also vor ein paar Jahren hatte TSG die Möglichkeit gehabt, der echten Lok mal einen Besuch abzustatten. Dort wurden dann viele Fotos aufgenommen, viele Audioaufnahmen. Dann gab es ganz viel technische Recherche und besonders viel Zeit hatte er in diesen Specific Hydraulic Drive investiert. What was the most challenging part while developing the G6? Also am schwierigsten war es wohl diese Fluid Transmission in Kombination mit diesem Dual Mode Cruise Control, also mit diesem Streckengang und Rangiergang Tempomaten zu entwickeln. Und das hat halt eben sehr, sehr viel Zeit, sehr, sehr viel Arbeit in Anspruch genommen. Er hat selbst die Lok wohl schon über 1000 Kilometer auf seiner eigenen Teststrecke gefahren, um zu gucken, dass das Ganze auch tatsächlich richtig, sich richtig verhält. You can imagine that this took weeks of patience while working it out and testing it. Also über Wochen hinweg allein diese Funktion getestet. Das ist schon der Wahnsinn, wie viel Arbeit da reingesteckt wird. The process of creating the G6 was tough with a lot of trial and error, also sehr, sehr viel, sehr, sehr viele Fehlschläge, die es da auf dem Weg gegeben hat. Aber es ist ja auch irgendwo klar, wenn das das erste eigene Add-on ist, da hofft man natürlich, dass das bei den nächsten Add-ons dann schneller geht. Ne? Je mehr man aus Fehlern lernt, umso seltener macht man sie hoffentlich dann in Zukunft wieder. Und das hoffe ich auch sehr. Und das ist sicherlich auch für ihn sehr sinnvoll, dass das in Zukunft natürlich weniger Entwicklungszeit in Anspruch nimmt. Ja, also wenn man jetzt mal auf die Baureihe 420 schielt, die ja auch entwickelt wird von ihm, die ja auch irgendwann kommt, dann hat man die Hoffnung, dass die vielleicht sogar noch dieses Jahr kommt. Das wäre sehr, sehr cool. Das war auch, glaube ich, der ursprüngliche Plan, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und die 232 kommt ja irgendwann nächstes Jahr. Mal schauen. Da bin ich auf jeden Fall gerade auf die 232, aber ich glaube, am meisten gespannt bin ich tatsächlich auf die Baureihe 420. Das ist so mein Schnapper, auf den ich warte. Also er und sein 3D-Artist hatten sehr viel Fun, in Anführungszeichen, making the exterior model to be ready for the livery designer usage. Also die Lok wird auf jeden Fall auch im Livery Designer gerepainted werden. Da bin ich natürlich sehr, sehr gespannt drauf, was man da so für Repaints machen kann. Ihr wisst ja, ich mache auch selbst ganz gerne Repaints, die ich hier zeige und veröffentliche. Da bin ich natürlich persönlich sehr, sehr gespannt drauf, ob ich da mich vielleicht auch mal an einen Repaint ranwage, je nachdem, was es da für welche gibt. Muss ich nochmal gucken, aber da gibt es bestimmt was. So, what kind of services and scenarios can players expect to get for Rhein-Ruhr Osten? Also bei Rhein-Ruhr Osten werden wir vor allem halt eben Rangieren haben. In Freight and Passenger Yards heißt also Güter- und Personenzüge, die man zusammen rangiert anscheinend. Falls ich das hier richtig verstehe, in Passenger Yards. Gut, man kann auch in Passenger Yards Güterzüge zusammen rangieren, schließt sich ja nicht gegenseitig aus, aber das klingt auf jeden Fall so, als könnte man auch die Dostos zusammen rangieren. Das wäre ganz cool. But also suitable for light freight services along the main lines and branches. Heißt also, man wird auch richtige Zugfahrten haben und nicht nur Rangierfahrten. It's also used often within bigger industries with a distinct siding tracks in Trains Number 2. The services and scenarios are spread into shunting and mainline work. Also wir werden halt eben, wie gesagt, rangieren haben und mainline, also sprich auf der Hauptstrecke als Zugfahrt unterwegs sein. You will do wagon sorting jobs as well as rescuing trains. Also man wird eben Züge zusammenstellen, Züge retten. Also vermutlich gibt es da irgendwie so ein Szenario, jetzt nicht Timetable, aber Szenario, wo man mit der G6, weiß ich nicht, ein Dosto oder sowas, der liegen geblieben ist, retten muss oder ein Güterzug, wer weiß. Oder einfach nur eine Lok. Or delivering wagons to specific stations and sidings. Also dass man dann die Güterzüge noch
in die Industrieanschlüsse fährt. Some mainland work and special service. Was auch immer Special Services. The same counts for the service mode timetable on the route. Ah, okay. Also hier ging es um die Szenarien und jetzt hier the same counts for the service mode timetable on the route. It provides a mixture of different duties of the day with the quite special service included. Also wir haben ähnliches wie jetzt hier oben beschrieben, auch im Timetable, also im Fahrplan mit drin. With the quite special Service included. Also es gibt ja eine Fahrt anscheinend pro Tag, die wohl ein bisschen special ist. Das ist dann vielleicht diese Rettungsfahrt, die dann wohl auch im Fahrplan mit drin ist. Wer weiß. Also das scheint wohl eine kleine Überraschung mit drin zu sein. Da bin ich sehr, sehr gespannt. Was glaubt ihr, was es sein wird? Habt ihr da eine Idee, was man da so specialmäßig mit reinbringen kann? Falls ja, schreibt es mir gerne mal in die Kommentare rein. Any tips for players on driving the G6 the first time? Also irgendwelche Tipps und Tricks, wenn man das erste Mal in der G6 sitzt. Ja, geduldig sein, wenn man sie fährt. Das sind keine Rudders. Rudders sind, glaube ich, Ruder. Ne? It needs a good portion of predictive driving style. Also man muss halt vorausschauend fahren. Especially when using the hydrodynamic brakes on heavier trains. Also gerade wenn man schwerere Züge fährt, muss man eben besonders voraussichtlich fahren. Voraussichtlich fahren. The brake needs some patience to master due to its unconventional behavior. Also wir haben da gerade eben schon drüber geredet, wenn der Zug langsamer wird, bremst die Lok härter. Also das muss man im Hinterkopf behalten. The pneumatic brake is also not conventional or precise as you expect. Also auch die pneumatische, die Zugbremse ist also auch nicht unbedingt so, wie man sie von einer normalen Streckenlok kennt. Play the Tutorial first, also erst das Tutorial spielen und immer den Hut, diesen Hut hier tragen, wenn man denn fährt. Genau, so. Ich danke euch fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Ich hoffe, es hat euch informiert. Schreibt mir gerne mal eure Meinung zu der Lok, was ihr so von den Screenshots haltet, was ihr so von dem Interview haltet. Werdet ihr euch die G6 holen? Ich werde sie mir auf jeden Fall holen. Ich finde sie nämlich mehr als nur vielversprechend. Ich werde sie auch selbstverständlich in Videos vorstellen. Und wie ist das bei euch so? Schreibt es mir gerne mal rein in die Kommentare. Bis dahin und bis zum nächsten Video. Macht es gut. Tschüss und auf Wiedersehen.